Hallo, grüß euch. Ihr kennt's mich, ich bin die Sabine vom Stück Müller und bin heute mit meiner Kollegin da. Ich bin die Lisa vom Stück Müller. Und wir suchen heute ein paar coole Outfits, einfach, dass wir wieder ein bisschen was Schickes und Neues für die nächste Zeit haben. Lisa, wie fühlst du dich jetzt in dem, was wir da schon ausgesehen haben? Ja, voll gemütlich. Ich meine, die Rossi-Hosen, die sind eh, diese ganz lässigen Jogginghosen, die kennst du eh schon. Die sind ja mega cool zum Tragen. Genau. Und Herr Roman? Ja. Mit diesen Oversized-Hemden. Du, das passt aber eigentlich, passt da das voll gut. Lässig. Fühlst du dich wohl, Lisa? Fühl mir sehr, ja, sehr wohl. Schon her. Du hast halt jetzt da das Dreiviertel-Armschirm drunter, aber im Normal, weißt du, wenn du unterwegs bist, einfach einmal auch die Blusen oder das Leiberl rausschauen lassen und du tust dir das einfach da ein wenig so cool aufkrümpeln. Genau. Gell? Schaut auch gleich wieder lässiger aus. Außerdem bist du eh eine Hitzige. Du brauchst es dann meistens eh ein kürzer. Genau. Schau her. Und gar nicht zu schön aufgewurzelt. Einfach ganz lässig, einfach so ein wenig auf. Das hält er dann eh. Sehr gut. Ja, cool. Ja. Super, wenn du dich wohlfühlst. Sehr gut. Und weißt du, Elisa, wenn du das jetzt einmal brauchst, wenn du wieder mal Wellnessen fährst. Mhm. Und du brauchst irgendwas so für den Abend und du fühlst dich aber in der Hose so wohl, dann nimmst du einfach da mal so ein Teilchen. Schau her. Sehr gut. Schmeißt da einfach einmal dieses. Perfekt. Das ist auch sehr was Leichtes. Diese Longblusen, weißt du, die kannst du aber auch als Kleidl tragen, weil das hat die Länge, die so übers Knie geht, das kannst du als Kleidl einmal anziehen mit einer blickdichten Strumpfhosen. Schau dir den Fang ein wenig ab, weil dann schaut das da gleich ein wenig drauf. Und wenn du aber jetzt nicht immer, Lisa, die Jogging, Edeljogging dazu anziehen willst, dann nimmst du einfach diese Fake-Leder. Schaut auch lässig aus. Es ist so eine Leggings-ähnliche, ganz enge, aber die ist cool, weil die ist innen in Baumwolle. Die hast voll das Angenehme auf der Haut und schwitzt da nicht drinnen, weißt du, ja, so ist eine Baumwolle. Ist auch genau. Sehr ich gut, tust einfach dazu, mal zu dem lässigen Outfit. Gell? Sehr gut, ja. Und wenn du das jetzt einmal nicht anziehst, Lisa, weil du sagst, du hast irgendwo eingeladen, einmal die Geburtstagsfeier oder was auch immer, dann natürlich, so wie du jetzt angezogen bist, einmal deinen Joker ziehen und einmal sagen, so, und du hast wieder eine total lässige andere Geschichte. Du, schau dir mal in den Spiegel. Ja, cool. Das passt ja nämlich voll gut. Und weißt du, was das Klasse ist? Das schaut wärmer aus, wie es ist, und es ist da seitlich offen. Und da ist er nämlich auch nicht so heiß. Perfekt. Weil da zirkuliert es ein bisschen, das kannst du dann drinnen voll gut anlassen. Kann man mal über den Pulli anziehen. Ja, genau. Ja. Und Pulli sowieso. Aber du musst auch nicht immer so mit Schwarz, Grau und Weiß bleiben, gell? Weil du kannst da voll lässig, schau mal, wie dir die Farbe taugt. Schau mal. Du kannst da lässig einmal einfach das Orange dazu nehmen. Sehr gut. So dass du wirklich sagst, einmal einen weißt, der Farbtupf ist dazu. So immer genau. Lässig, aber einfach einmal so ein wenig als Eyecatcher, dass du einfach ein wenig Farbe dazu tust. Sehr gut. Ja, Lisa, die haben wir eh schon gesagt, gell? Die kannst du eh voll glas kombinieren. Du kannst auch theoretisch, du weißt du was, das schauen wir uns jetzt an. Jetzt zeige ich dir nämlich ganz was Tolles. Jetzt ziehst du mir nämlich die Hosen einmal. Jawohl. Und machen wir. Dann tun wir da, schau her. Und dann hier wieder da noch so ein ganz lässiges Strickkleidl drüber. Und Lisa, wie schaut's aus? Bist du schon so? Ja, schau. Ja, man kommt raus. Man kommt, lass dich anschauen. Komm ein wenig da um. Da ist nämlich, da spür dich ein bisschen heller, stell dich ein wenig da vier und schau dir mal an, wie lässig dir das passt mit der schmalen Hosen. Und du hast einen total anderen Look. Ja, total, gell? Das ist sehr bequem, also es ist im Strick. Das ist eine ganz andere Geschichte, wie das, was wir jetzt gehabt haben. Und wenn du jetzt einmal so unterwegs bist und du hast nicht weit vom Auto irgendwo rein, dann schmeißt du einmal nicht das Mantel drüber. Das ist dünn und leicht. Das kannst du drinnen dann schnell einmal ausziehen. Ein Butterl drüber gelegt, gell? Ein wenig außer, warte, den Gürtel kannst du davor binden, wie beim Bademantel, oder? Nein, ich glaube, ich möchte nicht. Wie bei einem Trenchcoat, dass wir es einfach hinten ein wenig so zusammen dann. Genau. Gell? Wie bei einem Trenchcoat. Ja. Ja, sehr bequem. Schau mal. Sehr bequem. Genau. Da kannst du wieder, was weißt du, den Ärmel tust du ein wenig außer vom Kleidl und den schiebst du einfach da ein wenig drüber. Gell?
Weil das kann eh nicht runterrutschen. Weil Strick auf Strick ist halt gut und schaut halt gleich ein bisschen pfiffiger aus, oder? Schau her. Schau dir mal rein. Passt da gut. Cool, gell? Und das kannst du ja auch natürlich, was der das Mantel zum Beispiel mit dem Schürtel, was du zuerst auch gehabt hast. Da ziehst du dann einfach, wenn du jetzt einmal wieder mit deiner Freundin auf einen Café gehst, ziehst du einfach einmal die coole Jeans dazu an. Und da, weißt du, das ist eine verkürzte. Genau. Also eine knöchellange, da kannst du genauso mal deine grauen Sneaker dazu anziehen oder deine weißen. Oder genau jetzt für den Winter den Boots. Und du hast schon wieder total neiche. Perfekt, schau. Eine total neiche Kombi. Total Wohlfühl-Geschichte. Ja. Lisa, schau einmal mit. Jawohl. Jetzt braucht man nur was, wenn es kalt wird. Dass man draußen auch ein wenig unterwegs sein kann. Jetzt haben wir eigentlich so Geschichten, wo man halt so geschwind einmal schnell rüberschmeißt. Aber jetzt braucht man natürlich. Schau her, Lisa. Und nachdem ja jetzt der Winter gekommen ist und du ja auch mal zu Fuß einer gehst, voll den lässigen Mantel, ist keine Daune, weil sie keine Angst haben, dass die Federn rauskommen. Was ist also, das für eine Füllung? Das ist eine Thermovertierung. Ja. Was ganz was Tolles. Du hast dann zwei Wege zippt, weil er relativ lang ist. Perfekt. Da kannst du dann, weißt du, wenn du da unten anführen musst, oder wenn es große Schritte, wenn es schnell gehen muss, weil es kalt ist, genau, dann machst du einfach. Schau mal da vorne zum Spiegel. Der hat nämlich eine klasse Länge. Ist cool, der Mantel. Ja, nein. Ja. Ich bin aber über recht erfreut, genau, mein Hals, dann mache ich auch noch ein wenig was. Ja, alles kriegst du, Lisa. Alles kriegst. Da muss es aber jetzt dann schon richtig, so wie jetzt. Ja, so wie es jetzt ist, gell? Richtig gut Winter sein. Gell? Genau. Schau her. Jawohl, das mag ich. Ein wenig zum Einkuscheln. Genau. Den warmen Schal, jetzt brauchst du natürlich auch ab. Aber weißt du, was wir jetzt dann? Jetzt machen wir mal den Mantel ab, weil sonst erstickst du mir da herinnen. Du hast schon so viele Schichten, dann machen wir ein wenig ab. Also Langlook genau. Ist in. Schau her, du nimmst nur die helle Hand dazu und dann bist du eigentlich komplett fertig. Aber was natürlich halt gar nicht angehen darf, gell? Zum Arbeiten gehen. Was sagst du? Jawohl, da hat alles Platz drinnen. Wie die Utensilien so sind von den Damen. Ja. Ein wenig mehr am Platz. Gell? Und Lisa? Ja, perfekt. Ja. Sehr, sehr warme Geschichte. Ja, braucht man jetzt. Ganz lässig und bequem. Ja, passt. Dann schauen wir nochmal um und schauen wir uns an, was wir da jetzt für die alles zusammengesucht haben. Jetzt montieren wir einmal an, weil du fängst schon das Leiden an, weil es warm mit dem ganzen Winterzeugs da herinnen. Schau her. Die Taschen hat die Hüfte dann wieder kaputt. Schön, jawohl. Aber die ist auch voll lässig, die Taschen. Ja, da hat wenigstens wirklich gescheit was Platz da drinnen. Auch Innentaschen auch noch. Voll lässig. Da findest du wenigstens, so ist die Tische groß, da muss man nicht kramen. Cool. Der ist auch sehr angenehm zum Tragen. Also wirklich warm. Ja, der ist total lässig. Und lässig gemacht. Der hat immer, Stück. Der hat immer Stück. So coole, lässige Sachen. Schau her, Lisa, da hätten wir jetzt einmal das für draußen benannte Outfit. Jawohl. Und da? Wie gesagt, das ist, wenn du für deinen Wellnessurlaub wieder mal so ein wenig was brauchst, für ganz individuell, fürs Abendessen gell? Oder keine Ahnung, wenn du da mal nur mal was tust, wie oft schon mal so ein Schlankler in die Snowbar macht, da hast du das Mantel, da haben wir das coole Teilchen da gehabt, über die Rossi-Hosen, genau. Was du da gerade drauf drinnen hast, über die lässige Jogging-Variante. Aber für mich in dem auch sehr wohl. Ja, das passt aber eh voll gut. Schaut lässig aus. Und mit dem kannst du eigentlich alles, mit dem gehst du in die Arbeit, mit dem kannst du privat mal frühstücken gehen, dann genau. Machst du eine Geburtstagsfeier, mit dem deckst du eigentlich alles ab. Dann mal wirklich mit blickdicht durch Strumpfhosen genau, aufhören, also mit dem Wogenschirm. Wenn du schöner, eleganter brauchst, genau. Ziehst du einfach so halb blickdichte oder ein bisschen wärmere drunter und du bist fit, lässigen schon hohen Stiefel dazu, fertig. Perfekt. Dann brauchst du schon wieder gar nicht mehr. Perfekt. Und dann haben wir noch gehabt bei der ersten Runde das lässige Oversized-Hemd. Eben zu Rossi und das kommt da. Jetzt wirklich einfach einmal Glas zu der genau. Lederleggings dazu, mit dem schönen Oberteil, was wir zuerst gehabt haben, oder mit einem, egal, an jedem Sweaty drunter, einmal ein Hoodie rein. Da bist du wirklich total flexibel. Cool. Na, sehr ja, cool. Ja. Habe mich sehr wohl gefühlt. Ja, so sind sie. Danke, Sabine. Ja, gern, dieser. Gewandert. Passt. Dann packe ich dir das alles zusammen. Wunderbar, jawohl. Perfekt.